Ja, vielen herzlichen Dank. Wurde schon gesagt, mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin Professor für Mathematik und Informatikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Hier seht ihr den Altbau der PH. Der ist nicht ganz so beeindruckend wie das Universitätsgebäude der Universität, aber auch ganz hübsch. Ich beschäftige mich unter anderem mit künstlicher Intelligenz in der Bildung und ich kann sogar exakt den Tag angeben, ab dem ich mich mit dem Thema beschäftige. Nämlich, das war der 30. November 2022, ein Tag, an dem Sam Altman, der CEO der Firma OpenAI, eine Info auf Twitter, damals glaube ich noch Twitter, gedroppt hat. Fast so ein bisschen beiläufig: Hey, heute haben wir ChatGPT veröffentlicht und hier könnt ihr es ausprobieren. So. Und das war wirklich, hat eine Welle losgetreten der künstlichen Intelligenz im Alltag. Ja? Ich meine, KI gibt es schon lange, wurde schon seit Jahrzehnten wird an künstlicher Intelligenz geforscht, aber an dem Tag wurde sozusagen KI in die breite Masse weltweit getragen. Jede kann online einfach mit künstlicher Intelligenz rumspielen und zwar auch mit einer KI, die sehr beeindruckende Leistungen zeigt. Und man kann schon sagen, seitdem ist die Welt nicht mehr so wie vorher. Ja? Und seitdem ist es auch so, dass es eine unglaublich schnelle Entwicklung ist. Also ich beschäftige mich mit dem Thema und ich habe den Eindruck, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja? Ich könnte mich täglich wirklich mehrere Stunden mit den aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen. Klar ist, wir reden nicht nur über ChatGPT. ChatGPT steht stark im Fokus der Medien. Das Tool, das als erstes sozusagen in dieser Breite veröffentlicht wurde. Es gibt aber natürlich ganz, ganz viele KI-Tools. Ich werde euch auch am Ende des Vortrags noch ein paar Tools zeigen, die spezifisch für den Prozess des wissenschaftlichen Schreibens geeignet sind. Ja, da gibt es einige Tools, da habe ich ein paar rausgesucht. Klar ist aber, wir reden nicht über ChatGPT, ne? Das ist ja nur ein Produkt von vielen. Wir reden auch nicht nur über die Sprachmodelle, die im Hintergrund stehen, also GPT beispielsweise hinter ChatGPT oder Large Language Models generell. Wir reden eigentlich über KI, also künstliche Intelligenz und deren Methoden, Machine Learning beispielsweise und letzten Endes über die digitale Transformation, die das Bildungswesen, aber auch die Wissenschaft nachhaltig verändern werden in den nächsten Jahren. Ja, deswegen haben ein paar Leute kalte Füße bekommen, kurz nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde und Bard ist ja dann von Google noch nachgezogen und andere Tools. Und die ersten Bildungsinstitutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen haben aus einer Not heraus und Hilflosigkeit vielleicht am Anfang angefangen, das Tool erstmal komplett zu verbieten. Eine KI wird verboten. Man hat aber relativ schnell erkannt, dass das keine sinnvolle Strategie ist. Denn KI ist gekommen, um zu bleiben. Und KI ist natürlich auch da, um uns allen zu helfen, bei unseren Arbeitsprozessen, auch bei den wissenschaftlichen Prozessen. Und es macht keinen Sinn, KI, die überall in der Welt existiert und von allen Menschen genutzt wird oder zukünftig genutzt werden wird, aus den Universitäten rauszuhalten. Im Gegenteil, wir müssen doch die KI in die Universitäten hineinbringen. Wir müssen doch als Lehrende euch vermitteln, wie man sinnvoll mit KI umgeht. Und zwar zum einen in den Fachprozessen, ne? Also die MedizinerInnen unter euch, die ArchitektInnen, die LehrerInnen und so weiter. Ihr müsst doch wissen, wie ihr in den fachlichen Arbeitsprozessen zukünftig mit KI umgehen könnt. Und darüber hinaus auch, wie man damit in wissenschaftlichen Prozessen umgeht. Ne? Also wir WissenschaftlerInnen, wir werden auch, wir machen es heute schon, in Zukunft KI-Systeme einsetzen beim wissenschaftlichen Arbeiten. Also ist es doch unsere Pflicht, wenn ihr lernen sollt, wissenschaftlich zu arbeiten, euch auch zu vermitteln, wie ihr KI-Systeme beim wissenschaftlichen Arbeiten einsetzen könnt. Also, verbieten bringt nichts. Und wenn ich es richtig wahrgenommen habe, weder die Universität Heidelberg noch die Pädagogische Hochschule Heidelberg und also ganz viele Hochschulen auch in Deutschland darüber hinaus sagen, wir verbieten KI nicht. Aber wir versuchen jetzt Regeln aufzustellen, Regeln zu formulieren, die einen verlässlichen Rahmen für alle Beteiligten bilden, wie man KI einsetzen kann und wo die Grenzen sind. Und wenn man diese Grenzen überschreitet, handelt es sich um einen nicht zulässigen Gebrauch von KI. Und da braucht man einfach Regeln und es ist wichtig, dass ihr die Regeln kennt. Es ist wichtig, dass wir Lehrenden die Regeln kennen, sodass wir alle einigermaßen abgesichert sozusagen auch mit diesen Werkzeugen umgehen können.
Ja, dazu komme ich, dann komme ich am besten zu einem Theorierahmen, der ganz gut geeignet ist, um das zu framen, nämlich den Ansatz der verteilten Kognition. Ganz kurz, was ist das? Also wir alle denken ja, dass kognitive Prozesse in unseren Gehirnen stattfinden. VertreterInnen der verteilten Kognition finden das zu eng. Die sagen, okay, natürlich finden kognitive Prozesse in unseren Gehirnen statt, aber letzten Endes finden kognitive Prozesse, also Prozesse der Informationsverarbeitung und der Wissensspeicherung, verteilt statt in Systemen, die bestehen aus Menschen, Werkzeugen, Artefakten. Nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich zum Beispiel ein Notizbuch besitze und du sagst mir deine Telefonnummer, dann schreibe ich mir die ins Notizbuch rein und vergesse sie wieder, ne? Dann habe ich sie nicht in meinem kognitiven System gespeichert, aber man könnte sagen, die Nummer ist gespeichert im verteilten System Christian Spannagel und sein Notizbuch. Und dieses System kann die Information wieder generieren. Man kennt das vielleicht auch, Kinder zählen mit den Fingern, ne? Das heißt, die machen das nicht alles in ihrem Mind, sondern die benutzen die Finger und benutzen sozusagen ihre Hände und Finger als externales Werkzeug, das beim Denken unterstützt. Also es ist total menschlich, dass wir mit Werkzeugen, mit Artefakten und auch in Kommunikation und Kollaboration mit anderen Menschen gemeinsam denken. Das ist der Ansatz der verteilten Kognition. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit künstlicher Intelligenz kommen jetzt neue Werkzeuge in diese Systeme hinein und wir sind nun in der Lage, mit den KI-Systemen gemeinsam zu denken. Das heißt, wir können denen bestimmte Teile des kognitiven Prozesses abgeben, die nehmen uns die ab und wir befreien damit unser eigenes kognitives System, das ja stark kapazitätsbeschränkt ist, um uns höherwertigen oder anderen Tätigkeiten widmen zu können. Und auch das ist eigentlich nichts Neues. Ja? Also das nennt man Computational Offloading. Also wir geben bestimmte Berechnungsprozesse an externe Werkzeuge ab, um unser kognitives System zu befreien. Hier mal ein Beispiel, kennt vielleicht auch jeder noch aus der Schule, dass man ein Tabellenkalkulationssystem hat. Hier so ein typisches Beispiel, man möchte irgendwie, keine Ahnung, über mehrere Jahre hinweg schauen, wie entwickelt sich ein Guthaben auf einem Konto mit einem bestimmten Zinssatz und jetzt unterschiedliche Zinssätze vergleichen. Das könnte ich natürlich alles auch selbst ausrechnen, ich bin aber ewig beschäftigt, ne? Und das gebe ich doch lieber der Tabellenkalkulation, die übernimmt diese Rechenknechtarbeit für mich und mein kognitives System wird dadurch frei, um sozusagen mich damit zu beschäftigen, ja, wir sind jetzt hier die Unterschiede dieser unterschiedlichen Zinssätze und wie entwickelt sich das und so weiter. Auch wir können jetzt kognitive Prozesse an KI-Systeme abgeben. In der Bildung, in der Wissenschaft und im Alltag und Beruf. Und das wird natürlich dazu führen, dass KI-Systeme jetzt breit Einzug erhalten in Alltags- und Berufssettings. Also ich weiß nicht, ob ihr alle eure Weihnachtskarten im letzten Jahr noch selbst geschrieben habt oder ob ihr die ChatGPT gegeben habt. Ne? Ein Bekannter von mir hat gesagt, er hat irgendwie einen Strafzettel bekommen, weil er zu schnell gefahren ist. Dann hat er das ChatGPT gegeben, der hat sozusagen einen Einspruch formuliert, das hat er eingereicht und wurde stattgegeben. Also es gibt jede Menge Alltagssituationen, in denen man das einsetzen kann, auch berufliche Situationen. Also zukünftig werden natürlich MedizinerInnen beispielsweise, ÄrztInnen werden KI-Systeme zur Verfügung haben, die sie dabei unterstützen, bestimmte Diagnosen zu erstellen. Wir geben sozusagen bestimmte Diagnoseprozesse an die KI ab oder Therapievorschläge werden erstellt und so weiter. Und man kann sich dann vielleicht eher noch widmen der Kommunikation mit dem Patienten oder der Patientin. Oder JuristInnen werden zukünftig auch nicht jedes Rechtsgutachten sozusagen from scratch schreiben, vom leeren Blatt aus, ne, sondern KI-Systeme werden Vorschläge machen und die werden dann natürlich als JuristIn wird man dann nochmal draufschauen und das vielleicht noch überarbeiten und verändern, modifizieren und so weiter. Aber solche Systeme werden doch alltäglich überall in Beruf und Alltag zur Verfügung stehen. Und jetzt, wo die großen Unternehmen, die großen Tech-Unternehmen, Microsoft, Google und so weiter, anfangen, KI-Systeme auch noch in ihre anderen Produkte zu integrieren. Also ein KI-System, das beispielsweise in einer Tabellenkalkulation mithilft, die Daten zu analysieren oder das einem schon mal PowerPoint-Folien erstellt oder Folienpräsentationen erstellt, aus dem Nichts heraus oder aus einem bestimmten Text heraus schon mal einen Vorschlag macht und das braucht man nur noch überarbeiten und so weiter oder in E-Mail-Programme integriert und dabei helfen, E-Mails zu formulieren, das ist doch eine großartige Hilfe.
Ja, auch natürlich beim Lernen und in der Bildung und der Wissenschaft. Und da müssen sich jetzt ein paar Gedanken machen. Und zwar, wenn jetzt KI Einzug hält in die Bildung, dann gibt es drei große Bereiche, in denen es zu Veränderungen kommen wird, nämlich bezüglich der Lernziele, der Prüfungen und der Methoden. Und ich werde das gleich ein bisschen näher ausführen und gleich übertragen auf den Bereich des wissenschaftlichen Schreibens. Darum geht es ja heute hier. Ja? Also ihr sollt ja sozusagen lernen, indem ihr Hausarbeiten schreibt und Bachelor- und Masterarbeiten, wissenschaftlich zu schreiben. Das ist also ein Prozess, der ja sozusagen dem Bereich der Bildung zuzuordnen ist. Und da könnte man sich jetzt zum Beispiel überlegen, wenn man die Lernziele anschaut, KI-Systeme können ja dazu führen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr lernen muss. Weil man sagt, nö, also das mache ich jetzt nicht mehr, weil KI-Systeme können das, das muss man eigentlich gar nicht mehr lernen. Oder vielleicht nicht mehr so im Detail, oder vielleicht reicht es, das ein bisschen gröber zu lernen und so weiter. Jetzt könnte man sich also überlegen, ja, und auf der anderen Seite könnte es auch bedeuten, wir brauchen neue Lernziele. Also zum Beispiel müssen jetzt alle lernen, mit KI-Systemen umzugehen, also Kompetenzen im Bereich der KI-Nutzung erwerben. Es kommt zu gewissen Verschiebungen. Bestimmte Dinge muss man nicht mehr lernen, dafür muss man jetzt neue Dinge lernen. Jetzt könnte man sich fragen, muss man jetzt überhaupt noch lernen, wissenschaftlich zu schreiben? Wenn KI-Systeme das machen, warum sollen wir das lernen? Mir ist niemand bekannt, der ernsthaft in Erwägung zieht, dass man durch die Existenz von KI-Systemen jetzt nicht mehr lernen muss, wissenschaftlich zu schreiben. Aus unterschiedlichen Gründen. Also man könnte sagen, okay, wenn wissenschaftliches Schreiben nur dazu dient, bestimmte Ergebnisse zu präsentieren, dann könnte man das vielleicht auch einer KI übergeben. Aber dem ist nicht so. Wissenschaftliches Schreiben hat vielfältige Funktionen. Eine besondere Funktion von wissenschaftlichem Schreiben ist, Schreiben hilft beim Denken. Dadurch, dass ich schreibe, strukturiere ich die Gedanken nochmal neu, mir fallen Dinge ein. Dadurch, dass ich gezwungen bin, sie zu verschriftlichen, bin ich gezwungen, sie auch präzise zu beschreiben und präzise zu denken. Dann fallen mir Dinge ein. Ich kriege Impulse durch den Schreibprozess, der mich wiederum inhaltlich anregen, mich mit anderen Dingen zu befassen und so weiter. Wissenschaftliches Schreiben ist nicht nur das Droppen von irgendwelchen wissenschaftlichen Ergebnissen, sondern es ist sozusagen inhärenter Prozess beim wissenschaftlichen Arbeiten. Wissenschaftliches Schreiben gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten. Deswegen müsst ihr auch alle lernen, wissenschaftlich zu schreiben, weil ihr ein wissenschaftliches Studium bestreitet. Also, das ist unstrittig. Wir müssen weiterhin lernen, wissenschaftlich zu schreiben. Aber vielleicht kommt noch das Ziel dazu, also zu lernen, wie man KI-Systeme benutzt beim wissenschaftlichen Schreiben, im Sinne von Computational Offloading, im Sinne von eines Schreibkumpanen, einer Schreibkumpanin, die einem dabei unterstützt, bestimmte Prozesse effektiver, besser, vielleicht zeitlich optimaler oder so durchzuführen. Prüfungen. Ihr schreibt ja nicht einfach so des Schreibens willen, sondern vermutlich steht im Modulhandbuch, dass man an dieser oder anderen Stelle eine Hausarbeit schreiben muss und dann wird die am Ende auch geprüft. Und jetzt, das war sozusagen das, was die Lehrenden im letzten Jahr extrem nervös gemacht hat, weil man gar nicht so genau wusste, naja, wenn jetzt jemand ein KI-System verwendet, dann kann man gar nicht so genau erkennen, was hat jetzt die KI geschrieben? Was hat der Student, die Studentin geschrieben? Ist da nicht den Täuschungsversuchen Tür und Tor geöffnet? Müssen wir jetzt Gedanken machen, dass alle Studierenden betrügen, weil sie jetzt nur noch KI-produzierte Texte abgeben und so weiter? Das ist natürlich ein Problem. Also, ne, versetzt euch in unsere Lage. Wir müssen gucken, habt ihr das wirklich gemacht oder hat das eine KI gemacht? So. Und da wird jetzt drüber nachgedacht und ja, ich kann das mal berichten aus der Diskussion unter den HochschuldidaktikerInnen. Da wird jetzt diskutiert, ob wir nicht in einen Modus kommen müssen, in dem ihr nicht nur die Arbeit abgebt, sondern am Ende vielleicht auch noch nach der abgegebenen Arbeit in einer mündlichen Prüfung, in einer kolloquiumsartigen Situation noch mal kurz eure Arbeit verteidigen müsst und Rede und Antwort stehen müsst, Fragen, ja, also dass man Fragen stellt, wie habt ihr das gemacht, jenes gemacht und so weiter. Das ist auch nichts Unübliches. In der Wissenschaft ist es bei Promotionen beispielsweise immer so. Ja, also man schreibt eine Arbeit, die Dissertation, und anschließend hat man die Disputation, in der man, oder Rigorosum, da gibt es ja verschiedene Modi, aber Disputation im Wesentlichen neuerdings, und dort muss man dann die Arbeit verteidigen. Das wäre so ein Modus, wo man nochmal zeigen kann, ja, ich habe mich selbst wirklich mit den Inhalten auseinandergesetzt und ich bin sogar in der Lage, die in einer Diskussion zu verteidigen. Das ist sogar noch ein Stück mehr
Abbild der echten wissenschaftlichen Arbeit. Wir als WissenschaftlerInnen, wir machen das ja auch. Wir schreiben Texte und gehen auf Konferenzen und verteidigen die da. So, das könntet ihr dann sozusagen auch machen. Und man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr einen Eindruck davon, was hat derjenige, der den Text geschrieben hat, auch tatsächlich inhaltlich drauf. Und es hat auch Auswirkungen auf die Methoden. Die Existenz von KI führt jetzt auch dazu, dass man sich hochschuldidaktisch noch mehr Gedanken macht darüber, ist denn die Art und Weise, wie wir Lehrenden Hausarbeiten schreiben lassen, sinnvoll. Und da wird viel kritisiert. Beispielsweise wird daran kritisiert, dass am Ende des Semesters Themen verteilt werden. Ihr kriegt alle irgendein Thema, das vielleicht schon 100-mal von irgendjemand anders verfasst wurde. Es wirkt nicht besonders motivierend vielleicht und man weiß am Ende, muss man den Text abgeben und der Lehrende liest auch den Text zum 100. Mal und landet dann irgendwo in der Schublade. Und ihr müsst dann in den Semesterferien eine Hausarbeit schreiben, ohne dass euch vielleicht irgendjemand beigebracht hat, wie man das richtig macht. Sodass ihr alle als AutodidaktikerInnen, sozusagen autodidaktisch bringt ihr euch selbst bei in den Semesterferien, wie man eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Es gibt natürlich Angebote und so weiter, aber oftmals, ich kenne jetzt, weiß nicht, in welchen Studiengängen ihr seid, aber oftmals fehlt es in den Studiengängen tatsächlich an fundierten Einführungen in diesen Bereich. Sodass man sich vorstellen könnte, dass man das Schreiben einer Hausarbeit eher in den Prozess hineingeht. Also dass man das Thema zum Beispiel nicht am Ende des Semesters verteilt, sondern am Anfang des Semesters. Und dass man euch dabei begleitet mit Schreibwerkstätten beispielsweise, tutorielle Betreuung oder Ähnliches, den Prozess hindurch. Also ihr müsst sozusagen Thema formulieren, Forschungsfragen formulieren, das wird abgeklärt und abgesprochen in der Schreibwerkstatt. Und dann geht ihr auf Literatursuche und dann klärt ihr noch mit demjenigen, der euch da betreut, ab, ob die Literatur, die ihr gefunden habt, sinnvoll ist und welche Strategien ihr anwenden könnt. Und auch im Schreibprozess wird man betreut und also sozusagen die ganze Zeit betreut, kann Fragen stellen, bekommt Feedback zu dem, was man bislang gemacht hat. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man da jetzt zu viel an eine KI abgibt, ne? Sondern weil man ja sozusagen immer wieder im Prozess auch selbst drin ist und sich überlegen muss, was ist mein nächster Schritt und wie mache ich den. Okay, das war sozusagen jetzt ein paar Gedanken, die wir uns machen. Und jetzt vielleicht noch stärker aus eurer Perspektive. Darf ich denn KI einsetzen? Oder was ist überhaupt das Problem von KI und generativer KI, also KI, die beispielsweise Texte generiert? Es gibt nämlich ein großes Problem, das jeder kennen muss, der generative KI einsetzt, ChatGPT, Bard und wie sie alle heißen. Und das ist das Folgende. Man muss wissen, wie diese Systeme trainiert wurden, um zu wissen, was sie leisten. Wie wurde ChatGPT trainiert? Da könnt ihr euch vorstellen, da wurden unglaublich viele Texte genommen. Ich sage jetzt mal das Internet. Ja, das Internet wurde genommen, unglaublich viele Texte, und wurde in das neuronale Netzwerk hineingespeist. Und das hat gelernt, wie Texte strukturiert sind, welche Wörter auf welche Wörter folgen oder welche Wortteile, Tokens sagt man, oder Satzzeichen auf welche folgen, und hat sozusagen statistisch gelernt, wie Wörter und Satzteile in Satzkonstruktionen in einer bestimmten Sprache verteilt sind. Mit einem Ziel, möglichst menschenähnliche Texte produzieren zu können. Es wurde nicht trainiert, möglichst inhaltlich korrekte Texte wiederzugeben. Das heißt, die Texte, die produziert werden, klingen unglaublich gut, sind aber oftmals inhaltlich falsch, weil das System ein Sprachmodell ist, aber kein Wissensmodell. Es weiß nicht inhaltlich, was es da produziert. Es hat nur Wahrscheinlichkeiten und auf Basis von Wahrscheinlichkeiten produziert es wahrscheinliche Texte, die aber nicht inhaltlich korrekt sein müssen. So, und jetzt hat man aber mit ChatGPT beispielsweise noch was anderes gemacht. Das ist eine komplizierte Grafik, die müsst ihr nicht im Detail verstehen. Ich zeige die nur, um euch zu zeigen, es ist kompliziert. Okay, da hat man das genommen, also dieses Modell genommen, und hat es Menschen gegeben und hat dann auch Menschen in den Prozess, in den Trainingsprozess eingebunden. Menschen mussten Antworten produzieren, Menschen mussten Antworten von ChatGPT beurteilen, ob die gut sind oder nicht gut sind und so weiter, mit einem weiteren Ziel, nicht nur möglichst menschenähnliche Texte zu produzieren, sondern um möglichst menschenähnliche Dialoge zu produzieren. ChatGPT ist ein Dialogsystem. Es ist darauf trainiert, auf eine Frage oder einen Prompt, den ihr eingebt,
ein möglichst gutes, menschenähnliches, eine gute menschenähnliche Antwort zu geben. Die muss aber nicht inhaltlich korrekt sein. So, wie funktioniert das Ganze? Also, generative KI funktioniert so, die haben einen Satzanfang, ich bin am Bahnhof. So, beispielsweise, okay? Und jetzt weiß ChatGPT, welche Wörter folgen jetzt wahrscheinlich auf Bahnhof. Und jetzt könnte es das wahrscheinlichste Wort nehmen, macht es aber nicht, sonst würden ja immer dieselben Texte rauskommen, sondern es nimmt ein Wort aus der Klasse der wahrscheinlichsten Wörter. Zufällig. Ja? Sagen wir mal, keine Ahnung, der 5% wahrscheinlichsten Wörter, wählt es halt eins aus und das nimmt es dann zufällig. Und das könnte sein in. So, okay, jetzt hat es einen neuen Satzanfang. Ich bin am Bahnhof in und jetzt muss ich überlegen, okay, was ist jetzt wieder ein möglichst wahrscheinliches Wort, was hier kommen könnte? Das könnte jetzt alles möglich sein. Keine Ahnung, Frankfurt, Berlin, New York, London, irgendwas. Ne? Und jetzt wählt es halt zufällig Berlin aus und so weiter. Ne, das ist ein wahrscheinlicher Text. Und beim nächsten Mal, wenn man dieselbe Prompt nochmal eingibt und einen neuen Text produzieren lässt, kommt was anderes raus, weil eben zufällig andere Wörter ausgewählt wurden, aber auch noch ein wahrscheinlicher Text. So, das hat jetzt aber erhebliche Konsequenzen fürs wissenschaftliche Arbeiten. Wenn ihr nämlich Folgendes macht, ihr geht in ChatGPT rein, ich habe das hier mal gemacht mit GPT 3.5 und sagt, bitte nenne mir zentrale wissenschaftliche Artikel zum Thema Lernen mit Worked Examples. Worked Examples ist in der Psychologie eine Methode, die heißt Lösungsbeispiele im Deutschen. Man gibt einfach zu bestimmten Problemen eine Lösung vor, anhand dieser Lösung lernt man und dann kann man die Lösung übertragen auf ähnliche Probleme. Ganz kurz gefasst. So, bitte nenne mir zentrale wissenschaftliche Artikel und dann sagt ChatGPT erstmal, leider kann ich keine aktuellen wissenschaftlichen Artikel auflisten, da mein Wissen bis Januar 2022 reicht. Hintergrund, es wurden in diesem Fall eben nur Texte aus dem Internet genommen bis Januar 2020 und das Sprachmodell wurde damit trainiert. Okay, hat also nur Informationen, die da drin stecken. Jedoch kann ich Ihnen einige wichtige und bekannte Artikel zum Thema Lernen mit Worked Examples nennen, dann kommen einige Artikel. Und wenn man sich die anschaut, dann klingen die total gut. Und einige von denen gibt es auch. Also hier Sweller 1988, Cognitive Load During Problem Solving und so, den gibt's, habe ich kontrolliert. Der dritte in der Reihe, Renkel A, 2014, Worked Out Examples und so, der stammt nicht aus dem Jahr 2014, sondern der stammt aus dem Jahr, ich glaube, 2002 oder so. Das Problem ist halt, vielleicht ist besonders wahrscheinlich, dass auf Renkel.a, die Zahl 2014 folgt. Und deswegen hat ChatGPT die da hingesetzt. Ne? Und dann werden halt möglichst wahrscheinliche Literaturangaben erzeugt, aber die gibt es vielleicht gar nicht. Das ist ein Problem. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind aber schon viel weiter. Also GPT-4 beispielsweise im Pro-Modell von ChatGPT, da ist Bing angeschlossen, die Suchmaschine. Das heißt, das kann aktiv ins Internet gehen und Quellen suchen. Und das macht es auch hier. Ich habe das mal ausprobiert. Und dann seht ihr hier ChatGPT, after a quick search, here's what I found. Also geht tatsächlich ins Internet, sucht mit Bing irgendwelche Artikel zu Worked Examples und präsentiert die hier. Und das ist verlässlicher. Okay, das sind tatsächlich Artikel, die waren jetzt kein Fehler drin, habe ich keinen gesehen. Kann trotzdem auch ein Fehler drin sein. Man muss immer kritisch sein bei KI-Systemen. Und was da aber auffällt ist, wenn man sich ein bisschen auskennt, die Texte, die er raussucht, sind jetzt nicht die 5 Top-Texte, die ich empfehlen würde, wenn man sich in das Thema einarbeiten möchte. Es wirkt ein wenig so, als seien das halt ein Stück weit zufällige Texte, die da gewählt werden. Also ich habe kein System erkannt, warum er jetzt gerade diese Texte nimmt. Das heißt, auch wenn man so ein System verwendet zur Literaturrecherche, muss man wissen, das sind jetzt nicht die Texte, die man unbedingt gelesen haben muss bei dem Thema. Das sind einige wichtige Texte und das weist darauf hin, dass man auf keinen Fall nur KI verwenden sollte zur Literatursuche, sondern immer auch andere Methoden. Also beispielsweise wissenschaftliche Datenbanken oder Google Scholar oder irgendwelche andere Methoden. So, ist der Einsatz überhaupt erlaubt? Dazu ist allgemein zu sagen, das müsst ihr klären mit eurem Fachbereich, in dem ihr eine Hausarbeit schreibt und insbesondere mit eurem Betreuer bzw. eurer Betreuerin. Das müsst ihr individuell klären, denn da gibt es unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe jetzt mir in der Universität Heidelberg mal ein paar angeschaut und nehme mal prototypisch hier einige. Zum Beispiel aus dem Bereich der Romanistik. Das ist eine sehr gute,
sehr gute Hinweise, wie man mit KI umgehen muss. Und das gibt es auch in vielen anderen Bereichen, die so ähnlich klingen. Ich habe jetzt nur noch eins rausgegriffen. Ne? Also man sieht hier, was wird verlangt. Also ihr könnt KI verwenden, aber es muss im Anhang eine Liste und Beschreibung der verwendeten KI-Hilfsmittel geben. Das heißt, ihr müsst transparent machen, welche KI ihr verwendet habt, welche Arbeitsschritte unter der Verwendung von KI entstanden sind. Ihr müsst das dokumentieren, wie ihr das verwendet habt, und ihr müsst Kapitel und Abschnitte nennen, in denen KI-Ergebnisse verwendet wurden. Also ihr müsst sagen, wie und wo ihr KI verwendet habt. Denn weiterhin gilt natürlich, dass Hausarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten eigenständig verfasst werden müssen. Wenn ihr irgendwo jemand anders, das kann eine Person sein oder ein Werkzeug, die Arbeit verfassen lasst oder Teile verfassen lasst, ohne das zu kennzeichnen, dann ist das ein Täuschungsversuch, weil ihr vorgebt, es eigenständig gemacht zu haben, es aber gar nicht eigenständig gemacht habt. Also das ist ganz wichtig. Ja, ihr müsst immer transparent sein, wo habt ihr KI eingesetzt, was waren die Ergebnisse und wie ist das in die Arbeit eingeflossen. Jetzt hier nach dieser Richtlinie. Und dann habe ich mir nochmal die Hinweise des Alfred-Weber-Instituts für Wirtschaftswissenschaften angeschaut. Und das sind auch sehr gute Hinweise jetzt für diesen Bereich. Und zwar wird hier empfohlen oder gesagt, also KI kann wie andere Internetquellen zur Recherche benutzt werden. Ne? Könnt ihr benutzen. Die Verwendung muss aber, und das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, an relevanten Stellen gekennzeichnet werden. Muss also deutlich machen, wann und wie und wo habe ich KI verwendet. Der dritte Punkt ist total wichtig. Der Output von KI darf generell nicht wörtlich kopiert werden. Vielmehr muss der verfasste Text selbst erstellt werden. Diese Haltung müsst ihr unbedingt haben. Ihr schreibt den Text, nicht die KI. Ihr könnt natürlich die Texte und den Output der KI verwenden, um euch inspirieren zu lassen, um vielleicht Formulierungsvorschläge euch anzuschauen und so weiter. Aber letzten Endes werdet ihr den Text schreiben. Ja, also ihr dürft nicht einfach Textteile nehmen und kopieren, sondern ihr müsst den Text selbst schreiben. Ihr dürft aber natürlich KI verwenden, um in irgendeiner Weise euch Input zu geben. Dieses Mindset ist ganz wichtig. Ihr schreibt den Text, nicht ihr kopiert Texte von irgendwo anders her. Ja, dann gibt es noch weitere Hinweise. Also KI kann nicht als Beleg einer Aussage verwendet werden. Ist klar, ne? Ihr könnt nicht KI zitieren in dem Sinne, weil das ja nie wieder reproduzierbar ist. Beim nächsten Mal, wenn ich den Prompt eingebe, wird was anderes rausgegeben und so. Und es ist auch noch nicht mal sicher, dass es inhaltlich korrekt ist. Also zitieren macht keinen Sinn. Manchmal kann man zitieren, es wird ja auch noch gesagt, wenn man zum Beispiel den Output kritisch betrachtet oder so, oder gerade über KI schreibt oder so, dann wird man das natürlich zitieren. Aber ansonsten in der Regel nicht. Man darf es beim Programmieren benutzen, und das muss man aber auch noch sozusagen kennzeichnen, wo man das gemacht hat. Und für eine reine Korrektur von Rechtschreibung oder Grammatik, wie hier unten steht, ist es nicht notwendig, in diesem Fall nach diesen Richtlinien. Wie gesagt, schaut aber in eurem Bereich, besprecht das mit euren BetreuerInnen, welche Regeln für euch gelten. Also, dann ist vielleicht noch wichtig, die Diskussion der Wissenschaft, ist KI, wenn ich die jetzt verwende, was ist das eigentlich? Ist das ein Co-Autor, eine Co-Autorin? Muss man es überhaupt gendern? Ist das eine wissenschaftliche Quelle oder was ist das eigentlich? Und da hat sich Nature, also das große Nature Journal, schon relativ früh positioniert, und viele andere Journals sind gefolgt und die haben gesagt, nee, passt mal auf, also Large Language Models, ja, die können nicht Co-Autoren sein, weil Autoren, Autorinnen müssen Verantwortung übernehmen können für das, was sie da produziert haben. KI-Systeme können keine Verantwortung übernehmen, also können die keine Autoren sein. Ihr seid die Autorinnen. KI-Systeme können auch keine Quellen sein, weil die nicht verlässlich sozusagen Informationen darbieten und nicht zitierbar sind. KI-Systeme sind Werkzeuge. Und ihr müsst die als Werkzeuge angeben. Und in wissenschaftlichen Artikeln macht man das zum Beispiel bei der Danksagung oder im Methodenteil oder irgendwo. So. Außerdem muss man noch beachten, und dann komme ich gleich noch zu ein paar Werkzeugen, die fürs wissenschaftliche Arbeiten hilfreich sind. Man muss rechtliche Aspekte beachten, also insbesondere Urheberrecht. KI-Systeme sind ein großes Problem für Urheberrecht. Ja. Die werden zum Teil zum Training Texte verwendet, die gar nicht verwendet werden dürfen. Aus urheberrechtlicher Sicht, das ist auch gerade Gegenstand großer Rechtsstreite von der Firma OpenAI beispielsweise mit der New York Times und so weiter.
Die fetzen sich gerade rechtlich diesbezüglich. Datenschutz ist ein Problem, muss man aufpassen. Keine personenbezogenen Daten in KI-Systeme eingeben. Also wenn ihr im wissenschaftlichen Bereich irgendwelche Daten von Versuchspersonen erhebt, dann gebt die nicht in KI-Systeme ein, ja, weil das sind personenbezogene Daten, die darf man natürlich nicht irgendwo in so eine KI-Cloud reindroppen. Und ethische Aspekte müssen beachtet werden. Wir müssen uns natürlich auch in der Wissenschaft überlegen, wollen wir Systeme verwenden, bei denen Menschen in prekären Arbeitssituationen in Afrika beispielsweise beauftragt wurden, KI-Systeme zu trainieren, ja, ausgenutzt wurden. Muss man natürlich auch beachten. Okay, jetzt kommt's. KI-Tools für die Recherche. Ich mache einen Schnelldurchgang. Natürlich müsst ihr euch die Tools mal selbst anschauen, wenn ihr das machen wollt. Welche Tools gibt es für die Recherche? Also, Perplexity AI ist ein Tool, das sehr hilfreich ist. Da kann man zum Beispiel eine Forschungsfrage stellen. What is the effect of worked examples on learning outcome? Und das Ding geht ins Internet und sucht sich Texte und fasst die zusammen. Und da sind tatsächlich auch zum Teil wissenschaftliche Texte drunter. So, man muss allerdings sagen, auch hier ist die Auswahl, wenn man das ein paar Mal benutzt hat, beliebig. Also es erscheint beliebig, es sind jetzt nicht die 5 Top-Texte oder so, es sind irgendwelche Texte. Das heißt aber, na gut, als ein Input neben vielen Werkzeugen, die man verwendet, ist das schon hilfreich. Elicit.com macht etwas Ähnliches. Man kann eine Forschungsfrage stellen und es gibt einem ein paar Papers aus, Paper heißt es im Deutschen, ein paar Paper aus, wo man sieht, also Titel beispielsweise, es gibt eine Zusammenfassung des Textes, es zeigt einem, welche Variablen gemessen wurden, es gibt einem die Hauptergebnisse aus und so. Also auch hier eines von möglichen Tools, wo man einen guten Blick bekommt, das und das und das ist vielleicht interessantes Paper, aber das ist natürlich wieder nur eine Methode, ja, neben mehreren. C-Space ist so ähnlich, macht sogar noch eine Zusammenfassung, ähnlich wie Perplexity am Anfang. Konsensus ist ein Werkzeug. Da kann ich eine Frage stellen, die mit Ja oder Nein beantwortbar ist. Also zum Beispiel, do worked examples have a positive impact on learning outcome? Und es macht was Ähnliches wie die Werkzeuge, die ich gerade gezeigt habe. Also es geht in Datenbanken, sucht Papers zusammen, fasst die zusammen und erstellt eine Summary und einen Konsensusmeter, das man rechts oben sieht und sagt, 14 Artikel wurden analysiert und 100% sind der Meinung, ja, Worked Examples haben einen positiven Effekt auf den Lernerfolg. Auch das ist KI, fehleranfällig, immer kontrollieren, immer prüfen, Texte holen, Texte lesen, schauen, was steht wirklich drin, nicht als einziges Werkzeug verwenden, aber ist hilfreich als eines von mehreren Werkzeugen. ResearchGPT wurde neulich veröffentlicht, das ist ein ChatGPT-Bot, der auf die Konsensus-Datenbank im Hintergrund zugreift und auch sozusagen Artikel mit größerer Wahrscheinlichkeit korrekte Artikel liefert. Und auch das ist ein Werkzeug, das man zur Literaturrecherche verwenden kann. Dann Connected Papers. Das ist ein Werkzeug, das zeigt einem so schönen Graphen an, wie bestimmte wissenschaftliche Artikel miteinander verknüpft sind. Und zwar nicht, der eine Artikel zitiert den anderen und dann gibt es da eine grafische Verbindung zwischen den beiden, sondern nach Ähnlichkeit. Die Artikel sind ähnlich zueinander und dann werden die hier nach Ähnlichkeit miteinander verknüpft grafisch, dass ihr sehen könnt, ihr habt einen Artikel gefunden, den gebt ihr da ein und dann seht ihr, welche Artikel sind ähnlich zu dem. Oh, interessant, die könnten vielleicht auch für mich interessant sein. Research Rabbit AI, da gibt man ein paar Artikel rein und der erstellt jetzt einen Graphen basierend auf den tatsächlichen Literaturreferenzen. Ja, also der zeigt, welche Artikel referenzieren welche. Und zwar nach hinten, ne? Was man sozusagen auch natürlich in jedem Artikel hinten sieht man ja, welche Artikel referenziert werden, aber das veranschaulicht nochmal so den Zusammenhang mehrerer Artikel und auch welche neueren Artikel verweisen auf diejenigen, die ihr eingegeben habt. Also wenn ihr einen Artikel habt, könnt ihr damit auch feststellen, gibt es neuere Artikel, die auf diesen Artikel verweisen. Ähnlich wie bei Google Scholar, wo man eingeben kann, von welchen Artikeln wurde der Artikel zitiert. Litmaps in der Vollständigkeit halber oder nicht Vollständigkeit halber, es gibt so viele Werkzeuge, ich habe nur ein paar ausgewählt, ist auch so eins, das so einen Graphen darstellt. So, das waren jetzt Werkzeuge für die Literaturrecherche. Jetzt gibt es noch KI-Tools für das Textverstehen. Manchmal hat man ja Schwierigkeiten, wissenschaftliche Artikel zu verstehen. Auch so sehr man sich bemüht, man versteht den einen oder anderen Abschnitt nicht. Chat
PDF ist ein Werkzeug. Da kann man einen Artikel hochladen. Ich habe jetzt mal meinen eigenen hochgeladen, um keine Urheberrechtsverletzung zu produzieren. Und dann kann man da Fragen stellen. What are the key findings of the eye-tracking experiment? Da haben wir ein eye-tracking Experiment gemacht. Egal, ne? Ich habe jetzt gefragt, was sind die key findings hier? Und dann sagt er mir tatsächlich die key findings. Und zwar beeindruckend genau. Ich war wirklich verblüfft. Auch hier KI, generative KI, kann fehleranfällig sein, immer schön kontrollieren, nachlesen und so weiter. Ja, aber auch ein hilfreiches Tool, um mal so einen bestimmten Fokus zu bekommen. Es ist ja ehrlich gesagt auch gar nicht nötig, dass man jeden Artikel beim wissenschaftlichen Arbeiten von vorne bis hinten durchliest oder so. Ne? Oftmals kommt es ja nur darauf an, einen bestimmten Eindruck zu haben, worum geht es in dem Artikel. Oder hier Explain Paper. Da kann man auch einen Artikel hochladen und dann kann man Bereiche markieren und sagen, den verstehe ich nicht. Und dann erklärt er diesen Absatz nochmal in anderen Worten. Auch praktisch. Ja, und dann gibt es noch KI-Tools für die Textproduktion. Also beim Schreiben, ne? Welche Tools gibt es da? Da kann man natürlich sowas verwenden wie ChatGPT. Ich habe hier mal ein Beispielprompt eingegeben. Du bist Psychologiestudent. Aha, na, es ist bei ChatGPT immer ganz gut, ihm eine Rolle zuzuweisen. Also zu sagen, du bist jetzt, nimm mal die Rolle ein von einem Psychologiestudent und versetz dich mal in die Rolle und du schreibst eine Hausarbeit über den Einsatz von Worked Examples im Bereich Mathematik. Darin sollst du Literatur zu diesem Thema zusammenfassen und so weiter. Bitte schreibe ein Einstiegskapitel, das die Leser in das Thema einführen soll. Und dann sagt ChatGPT, als Psychologiestudent, der eine Hausarbeit über den Einsatz von Worked Examples im Bereich der Mathematik verfasst, ist es wichtig, ein starkes Einstiegskapitel zu schreiben, das die Leser in das Thema einführt. Ja, ChatGPT, genau richtig. Hier ist ein Vorschlag für ein solches Kapitel. In der modernen Bildungsforschung spielt der Einsatz von Worked Examples eine zentrale Rolle, insbesondere im Bereich der Mathematik. Worked Examples sind detaillierte Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, wie man typische Aufgaben oder Probleme löst, sie dienen als Lehrmittel und so weiter. Und dann muss man sagen, ja, okay, gar nicht schlecht. Achtung, Vorsicht, nicht kopieren. Ihr schreibt den Text. Aber man kann sich natürlich schon ein bisschen orientieren, sagen, oh, cooler Einstieg und so weiter, ah, gute Idee. Dann nimmt man noch ein anderes Werkzeug, guckt auch mal, wie wäre da so ein Einstieg. Und man liest Literatur, überlegt, was würde ich in das Einstiegskapitel reinschreiben. Alles das, was da drin steht, ist aus meiner Sicht jetzt auch gar nicht genug. Da muss mehr rein und so weiter. Und dann nehmt ihr all die Informationen aus all den Werkzeugen in eurem verteilten kognitiven System und verfasst daraus einen eigenständigen Text, ein eigenständiges Einstiegskapitel. Google Bard habe ich auch mal gefragt zum Vergleich. Also selbes Prompt, selber Prompt, du bist Psychologiestudenten so. Und dann kommt auch ein Vorschlag, ne? Mathematik ist ein Fach, das von vielen Schülerinnen und Schülern als schwierig und abstrakt empfunden wird. Dies liegt unter anderem daran, dass es in der Mathematik häufig um abstrakte Konzepte und Symbole geht, die es zu verstehen und zu beherrschen gilt. Um das Lernen von Mathematik zu erleichtern, wurden in den letzten Jahren verschiedene didaktische Ansätze entwickelt. Einer dieser Ansätze ist der Einsatz von Worked Examples. Ein komplett anderer Einstieg. Vielleicht habt ihr gesehen, ChatGPT war da schon eher wissenschaftlich und das ist jetzt eher allgemeinverständlich, könnte man sagen. Aber okay, kann man sich inspirieren lassen von verschiedenen Werkzeugen. Was mich aber wirklich vom Hocker gehauen hat, wirklich vom Hocker, war GenAI. GenAI ist ein Werkzeug, dem sagt man am Anfang, das fragt er am Anfang, worüber möchtest du einen Text schreiben? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte mir hier einen Text schreiben über die Reduktion von grafischen Benutzungsoberflächen. Habe ich auch mal einen Artikel gemacht so und dachte mal, oh, gucken, was das noch vorschlägt. Also Reducing Graphical User Interfaces. Und dann war da ein leeres Blatt. Und dann wollte ich anfangen zu schreiben und auf einmal sagt GenAI, wäre das vielleicht ein passender erster Satz? In the world of technology, graphic user interfaces have long been a ubiquitous presence. So fangen wissenschaftliche Artikel an. Ja, cool. Übernehme ich mal. Ich habe den übernommen und war gerade dabei, den zweiten Satz zu schreiben. Und schon sagt GenAI, wie wäre es denn mit folgendem Text danach? From smartphones to smart appliances, GUIs have served as the primary method for users to interact with their devices and access a wide range of functionalities. Ja, genau. So würde ich weitermachen wahrscheinlich. Ne? Bestätigt. Und dann kommt GenAI gleich mit. Dann kommt es immer so ein, also das ist klar, das ist Common Sense, aber jetzt gibt es noch ein Problem und damit müssen wir uns beschäftigen. So fangen wissenschaftliche Artikel an. However, there is a growing movement towards reducing the complexity of GUIs and embracing more minimalist interfaces. Ja, genau. Also wirklich auch ein Werkzeug, wo man sagt, ja gut, das kann dann dabei unterstützen, vielleicht einen guten Einstieg zu finden oder so. Und PaperPal ist ein ähnliches Tool, da kann man einen eigenen Text rein kopieren und dann
sagt er einem an bestimmten Stellen, wie man es vielleicht besser formulieren könnte oder nochmal umformulieren kann. Insbesondere, wenn man jetzt einen englischen Text schreibt und man ist nicht so gut, also ich bin nicht so gut in Englisch, ne? Ich bin kein Native Speaker und so. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, gute englische Texte zu produzieren, die auch wirklich korrekt sind. Und da kann einem das natürlich bei helfen. Und letzten Endes natürlich auch so Tools wie DeepL oder DeepL Write, die ihm dabei helfen, wirklich gute Fachtexte auch in einer Fremdsprache zu formulieren. So, das war's. Vielleicht am Ende nochmal den Fokus auf die wichtigsten Learnings. Erstes Learning, checkt immer die Ergebnisse. KI-Systeme liefern falsche Informationen. Das heißt, egal was es liefert, es muss immer gegengeprüft werden mit Literatur. Das ist übrigens immer so, ne? Also wenn ihr eine wissenschaftliche Literatur habt, können da auch falsche Dinge drin stehen. Ja? In Büchern stehen falsche Dinge drin. Das ist eigentlich etwas, was man sowieso als Grundhaltung haben soll. Nie nur Informationen aus einer Quelle, sondern immer aus mehreren Quellen vergleichen, um sozusagen dann auch zu einem Schluss zu kommen, der basierend ist auf mehreren Quellen oder mehreren Informationsquellen. Dann Text nicht einfach kopieren, habe ich schon ein paar Mal gesagt, eigenen Text schreiben, aber die Werkzeuge als Input verwenden, als Formulierungsanregung, als Impulsgeber, um bestimmte Dinge weiter zu verfolgen oder ähnliches. Nicht nur KI verwenden, ja, sondern verwendet natürlich auch wissenschaftliche Datenbanken, natürlich auch Google Scholar und so weiter. KI bietet aber einen alternativen Zugang, über den man vielleicht nochmal andere Artikel findet, wie beispielsweise ähnliche Artikel zu einem gegebenen oder so, was andere Werkzeuge nicht in der Form bieten. Okay, und letzter Punkt, klärt die Regelung mit eurem Betreuer, eurer Betreuerin, was gilt für euch spezifisch. Das waren nur Beispiele, die ich euch gezeigt habe. Gute Beispiele, aber wer weiß, was in eurem Bereich gilt, also da müsst ihr euch absichern. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann vielleicht am Ende noch, ich würde gerne mit euch in Kontakt bleiben, wenn ihr Fragen habt oder zu dem Thema einfach euch nochmal austauschen wollt. Hier sind meine Accounts, okay? Und gerne auch, ich will mal Fokus legen auf YouTube, Twitch, Instagram und TikTok, weil ich da nämlich auch hin und wieder Videos mache zum wissenschaftlichen Arbeiten. Wenn ich mal auf ein neues KI-System stoße oder so, dann mache ich ein Reel oder so und poste das. Das heißt, da könnt ihr auch mit mir in Kontakt bleiben und neue Infos kriegen und außerdem vielleicht ein bisschen Mathematik, falls ihr da auch dran Interesse habt. Okay, vielen herzlichen Dank.